Hier ist so eine Überwachungsstation, wo wir gecrashlandet sind. Alter, laufen, weiter laufen, weiter laufen. Mann, Mann, Mann. Zu viele Ecken, wo man weglaufen muss, echt. Hätte Jack sich doch erstmal komplett auf Nahkampf und dergleichen konzentrieren sollen und nicht irgendwelche Persönlichkeits- oder intellektuellen Sachen. Zwei von denen. Gehen wir einfach mal oben rum. Nein, 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 schön, 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 vorsichtig. Okay. Falk, was machst du da? Nackenhaare kribbeln schon wieder, weil irgendwelche Gefahr droht. Na, scheinbar alles okay hier. So, bist du ein normaler Hornwolf oder bist du irgendwas Besonderes? Da nein. Da ist gut. Im Gebiet, wo keine Überbiester rumlaufen, ist genau das Richtige. Das? Oh. Mist! Nicht so viele von denen. Das wird Falk nicht lange aushalten. Gib ihm. Oh. Okay. Der noch ist weg. Die hauen sich gegenseitig verfallen, das ist super. Und das Hühnchen hat den Wolf erlegt. Okay, 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 okay. Also das Wildviehzeug hier ist okay. Wir sollten nicht unbedingt gleich gegen mehrere Gruppen auf einmal kämpfen, aber sonst ist es okay. Irgendwo ein Teleporter hier in der Nähe wäre super, damit wir einen kurzen Abstecher machen können, zurück in die Stadt, um Pfeile zu kaufen. Oder. Ja, der fahrende Händler hat ja keine Pfeile. Vielleicht haben wir bei dem nächsten da ja mehr Glück. Durch. Genau, komm, hau, 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 hau. Falk, mach schon, wir haben dich super abgelenkt. Du musst nicht rumrollen, wenn er auf uns guckt. Sehr gut. Das Haus da zum Beispiel sieht doch schon mal ganz interessant aus. Die Kritter sollte okay sein. Keine Horde von Killervögeln in der Nähe. Ist. Die lebt ja noch. Na also. Gut. Mal vorsichtig gucken, ob da irgendjemand rumläuft oder humpelt. Grunzt.
Was ist da oben im Fenster, ein Mutant oder? Nee. Eine Topfpflanze. Scheint okay zu sein. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. So. Na gut, Jax, dann ruhe ich ganz kurz aus. Wollte mich aber eigentlich lieber umgucken. Das war Falk, ne? Ja, okay. Es war nur irgendwas am Fenster vorbeigehuscht. Verkaufen. Ja, alles mit. Essenskocher auf dem Boden. Ja, die guten Messer, guten Teller müssen wir nicht mehr wirklich mitnehmen. Was Splitter angeht, ist Jax doch momentan recht gut dabei. Denn alles besseren Ausrüstung kann er einfach nicht tragen. Ich mach das einfach, kein Geld auszugeben. Warnmeldung. Wow. Was für eine Warnmeldung ist denn das? Ein Serienmörder nutzt das allgemeine Chaos und ermordet junge Frauen mit langem schwarzem Haar im Alter von 20 bis 25. Ich warne alle Bürger, die sich in ihren Häusern verstecken, und passt auf eure Töchter auf. Meine hat er erwischt. Nehmt meine Warnung ernst. Nummerierter Zettel Nummer 2. 3. Okay, Stiftzettel. Das ist der zweite Zettel und da ist eine 3 drauf. Ist notiert. Und ein Schutzamulett, das klingt doch genau richtig. Maximale Gesundheit und Rüstung. Perfekt. Ist hier noch ein Zettel drin? Nee. Mikroskop in der Schublade. Cooles Spielzeugauto. Nee, kein weiterer Zettel hier. Wäre schon längst weggepustet worden. Richtig schön verwittert das Dach. Sieht cool aus. Mal ein Hüpf. Nummer 15. Da werden wir noch ein paar von finden. Elektroschrott. War das gerade sanftes Klopapier? Ja, sanftes Klopapier erhalten. Luxusware hier. Vierlagig. Aber keine weitere markierte Zettel. Und auch kein Hinweis darauf, wo man den Zettel nutzen sollte, also für einen Tresor oder dergleichen. Ja. War das in jedem Zimmer, ja? Was sagt die Schiefertafel? Keine weiteren Gebäude in der unmittelbaren Nähe. Hier sind ein paar kleine Ruinen, aber ich denke nicht, dass es hiermit zu tun haben wird. Der Zettel wird schon für dieses Gebäude sein. Vielleicht habe ich unten was übersehen. Gehen wir mal runter. Ne, da war nicht runter. Da war runter.
auserwählte Zettel, aber kein besonderer dabei. Boiler. Oh, doch hier links rein waren wir nicht, kann das sein? Doch, hier ist die Küche. Keinen Zettel. Müll. Müll. Na gut, Jack soll den Zettel einstecken. Das heißt, wenn wir irgendwann nochmal ein paar von den nummerierten Zettel finden, dann ja, wissen wir wohin. So muss ich jetzt warten. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Warte, aber noch. Brennstoff. Ja, richtig gelesen. Das kommt nochmal mit. Alte Windräder. Da drüben! Gib ihm. Nein, das ist viel zu kurz auf dem Boden. Ja, doch, ganz langsam bekomme ich das hin. Ist zum Schade, dass Jax halt nur die allererste rostige Axt benutzen kann, die wir gefunden haben. Und nicht irgendeine von den besseren Leuten. Ah, ne, man probiert den Wagen halt anders. So, ich wollte mich am Fuß von diesem riesigen Dingern mal umschauen. Könnte ja noch irgendwie Elektroschrott sein. Oder irgend so ein Wartungshäuschen. Ah, diese kleine blaue Blume, die lenkt mich immer wieder ab, weil ich denke, das ist irgendwas Elixierartiges. Reguläre Brücke. Nö. Oh, hallo Raptor. Aus. Okay. Zu dem anderen Ding. Gork. Achtung, Steinschlag. Ob das noch aktuell ist, das Schild. Wahrscheinlich aktueller denn je. Untergang der Welt sorgt doch schon dafür, dass ein paar Brocken freigelöst werden könnten. Nee, warte mal. Sehr krumm das Ding. Schuhpatron. Nicht weiches Klopapier. Ja. Kate-Bündeln uraltes. Aber siehst du mal, bei solchen sonderbar aussehenden Orten findet man doch öfters mal auch irgendwelche Abenteuer oder Reisen, die dann verstorben sind, weil sie dann eine Pause eingelegt haben. Das riecht nach Banditenlager. Meine absoluten Lieblingsgegner. Weil die immer so schön viel Zeug dabei haben. Du solltest eigentlich den Apfel da nehmen, aber ist okay, Jax. Ist okay. Steak-Teller. Das klingt lecker. Oh, aber das kochen kann.
weiß ja nicht. Nö, hier war jetzt nicht wirklich viel Beute zu holen. Haben die wohl doch alles mitgenommen, als sie ausgeflogen sind. Sind eine Truhe? Ne, ein paar gute Gabeln und Messer und Gedöns. Gibt es auch irgendwo einen, der uns dann ein Elixiersplitter dafür gibt? Für eine alte Münze? Südwestlich, da waren wir noch nicht. Gucken wir uns das Ding doch mal an und machen wir einen Bogen zu der Straße da und folgen dann der Wow. Und folgen dann der Straße zu dem high-techy, bedrohlich aussehenden Ding da im Norden. Was bestimmt absolut ungefährlich ist. Ja. Also wenn weiterhin zu viele Gebiete kommen, die zu schwierig sind, dann ab nach Sandy Pines oder wie das heißt. Da ein bisschen mit Jay rum tigern und hoffen, dass man ein bisschen was an praktischer Ausrüstung findet. Vielleicht auch Schusswaffen, die halt mehr Geschicklichkeit brauchen als Stärke. Und einen ordentlichen Vorrat an Munition. Das könnte dann auch hier bei den Berserker-Missionen noch helfen. Oh, und natürlich auch die Berserker-Mission noch abgeben mit dem Essen. Das sollten wir inzwischen vollständig haben. Was ist hier passiert? Was sind deine Jungs und Mädels hier? Achtung! Zwei von denen, da muss ich. Fast gar nichts gemacht, oder? Die Machtwelle. Oh, oh, oh. Schau. Kein gutes Gefühl, dass ich nicht die Leiche dazu bin. Wanderfall. Die hier haben deine Brüder und Schwestern nämlich getötet. Da musst du doch eigentlich ein bisschen stinkiger sein. Ja, genau. Ja, schon wieder. Spezialattacke und genau während der Spezialattacke ist man so leicht angreifbar. Und sie dauert halt so lange aus. Gibt man sich schon ein wenig die Blöße. So. Jetzt gucken, ob da noch mehr sind von den Klerikern. Oder andere Sachen hier mit. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Irgendwo läuft ein Radio. Du hast das mit den Stühlen, ne? Willst du damit sagen, dass du vielleicht müde bist, Jax? Wir können gerne das nächste Bett nehmen und uns hinlegen. Hier wird Herbert aus dem Orbit. Mhm. Das Propagandading kennen wir doch schon. Ich grüße euch aus dem feurigen Herzen Magalans. Alan hat uns bis heute vor dem Untergang bewahrt und steht uns in allen schweren Zeiten bei. Für alle, die klaren Verstandes und reinen Blutes sind, ist unsere Rettung. Hier spricht Herbert. Also ist Herbert einer der Kleriker? Oder macht einfach nur Werbung für die? Braucht ja immer so seine Supporter, ne? Was war das gerade für ein Zettel? Hinterlassene Nachricht. Haben alles nach dir abgesucht. Ein toller Anführer, der mitten in der Nacht verschwindet. Falls du zurückkehrst, wir sind zurück in die Stadt aufgebrochen. Okay. Ja.
Das war nichts. Ja, okay, vierstellig. Okay, es war vierstellig, aber nur vier mögliche Zahlen. Oh, ne, sechs mögliche Zahlen. Wie sind denn doch ein paar Kombinationen? Nirgendwo nochmal hin. Weiß. Für den Tresor. Explosivbolzen. Deine Armbrust wäre auch toll. Das ist ja auch noch keine gesehen. Nö, kein Hinweis in der Nähe. Das heißt vielleicht. Das hat mehr wie als erwartet. Also vielleicht in der Stadt dann umschauen nach irgendeiner Gruppe, die hier war. Und dann haben die vielleicht, ganz vielleicht, eine Zahlenkombination. Aber bis dahin habe ich das alles wieder vergessen. Das wird so nix. Okay, jetzt hier rüber. Oh, da ist ein Kellergeschoss. Okay. Oh, okay, nicht wirklich. Aber noch ein Notizbuch des Anführers. Einigen der Stadtverwaltung scheint es nicht zu passen, wie nah uns die Berserker bereits mit ihren Pflanzen kommen. Hab heute einen inoffiziellen Auftrag erhalten und soll mir ein paar Kameraden zusammensuchen. Haben die Mission begonnen, sind mitten in der Nacht aufgebrochen. Niemand hat uns bemerkt. Die Berserker haben eine Palisade um ihr Weltenherz errichtet. Jetzt kommen wir nicht mehr leicht an sie heran. Eine Manipulation wird jetzt nicht unbemerkt bleiben. Ich schicke besser eine Nachricht zurück in die Stadt. Diese Mission hat keinen Sinn mehr. Weiß nicht, wie lange ich schon hier unten gelegen habe. Kann nicht mehr aufstehen. Die Schmerzen sind bald unerträglich. Was ist mit meinem Trupp passiert? Ja, die denken halt, du wärst abgehauen. Diese Idioten haben es nicht mal geschafft, mich hier unten zu finden. Ich verrecke, wenn nicht bald jemand kommt. Habe gerufen, bis meine Kehle wund war. Niemand wird kommen. Ich bin verloren. Meine Hand ist so schwach. Kann kaum noch schreiben. Allerdings ebenfalls kein Hinweis auf die Kombinationen. Ja, und kein Eingang irgendwo rein. Na da schon was. Regulärer Bolzen. So, also nach Westen zu der Straße und dann komplett Richtung Norden zu diesem doch recht garstig aussehenden Gebäude da oben. Das mit den Weltenherzen hier ist aber auch nicht viel besser. Also sieht ebenfalls bedrohlich aus. Aber bei den Weltenherzen, allgemein den Außenposten der Berserker und alle anderen Fraktionen eigentlich auch, sind ja meistens Teleporter. Sollten uns da gleich mal genauer umsehen bei dem Herr. Und dann in die Stadt zurück, um Pfeile zu kaufen. Weil so ist das doch recht schmerzhaft beim Kämpfen. Ja, das sieht schon ein bisschen besser verteidigt aus. Aber bisher kann ich keinen Berserker von hier oben aus sehen.